Also, Hallihallo, meine Süßen. Meine Tochter war schon ziemlich lang weg. Also, ich habe mich entschieden, ich komme nach Jarla, weil ich mir das Gründal-Championat anschauen sollte. Das mache ich jetzt und danach machen wir etwas wieder mit meiner Tochter zusammen. Also, jetzt rede ich mit Molly. Willst du auch Hallo sagen? Hallo, Aloha. Also, schauen wir, was Molly sagt. Hallo Melinda, natürlich habe ich schon von dir gehört. Du hast dir hier in der Gegend ja schon einen Namen gemacht. Auf diesem Grund wollten Idun und Angus, dass ich dir das Grüntal-Championat zeige. Es ist jetzt herausfordernd, jedoch musst du dazu nicht springen können. Wenn du springen kannst, wird es einfacher. Halte die Augen nach den Flaggen offen und du wirst den Weg ins Ziel finden. Viel Glück. Na, danke dir. Okay. Na, dann schau ich mir an. Inzwischen kannst du auch sagen, was du machst und so. Ich mache hier die Rennen jetzt. Ach, okay. Ich Da kann sind jetzt. mehrere. Ich mache jetzt hier den Jolzwettbewerb. Wünsch mir Glück. Glück tun wir auch. Dankeschön. Sofort Pfanne verpasst. Wie viel Geschwindigkeit hast du eigentlich? Warte, warte, jetzt schaue ich nicht. Aua! Ich habe Geschwindigkeit 7. Mein Pferd ist auf Level 1. Oh, geil. Oh Gott. Das ist so geil. Ich weiß, ich würde die auch gerne machen, aber ich kann noch nicht. Ich mache ja deswegen gerade blaue Questchen, ja, daheim rennen und so. Genau. Weil ich kann. Fisch. Cool, das ist echt so geil, aber sowas vom geil. Aber gestern und heute habe ich ständig diese blaue Quests hier, Aufgaben erledigt. Vielleicht bekommst du auch die Katze. Sorry, sag du. Kennst du diesen Mann da bei den Sunfield Farm, der immer im Gehege da mit den Schweinen steht? Ja, genau. Ich habe mir da immer vorgestellt, ich habe mir da gerade vorgestellt, hä, sitzt ein Mann da auf dem Schwein? Ich habe das so in der Perspektive so gesehen, so komisch. Oh, okay. Molly sagt mir, gut geritten. Wie findest du das Grüntal-Championat? Willst du es noch einmal versuchen? Ja, ich fand es geil. Ja, klar will ich. Okay, Oh. Barbara sagt mir jetzt so, gut geritten, das war wirklich schnell. Ja, cool. Oh, mein Pferd ist sofort Level 2. Oh, cool. Und meins? Und hat jetzt neue Geschwindigkeit von 7 bis 9. Oh Gott. Geil. Von Geil. plus 2. Geil. Gut, dann mal gucken, wo ich noch blaue Quests habe. Du hast eine Haufe da. Wie gesagt, gestern und heute, ich habe ständig die Aufgaben hier im Jarla erledigt. Dann habe ich neue Quests auch bekommen. Gott sei Dank. Ich soll die Kühe in den Dornstein legen. Mach es auch bei Freya, weil, naja, vielleicht musst du auch warten oder kannst Freya oder übernachten. Fair? Freya, denke ich, heißt sie. Oh!
ich lese jetzt mal die Melke die Kühe im Jorvikstall vor. Also, okay, ich lese alles vor. Hallo Stella, die Kühe müssen gemolken werden. Kannst du das übernehmen? Super, hier ist der Eimer. Auf dich kann man sich verlassen. Jo. Ja, dann, wenn du faul bist, ne? Melk die Kühe. Und jetzt die nächste. Füttere die Schweine des Jorvikstalls. Hallo Stella, unsere Schweine sind heute richtig hungrig. Ich habe sie vorhin schon gefüttert. Ja. Aber es scheint nicht genug Futter gewesen zu sein. Hast du Lust, ihnen etwas mehr Futter zu bringen? Ja. Super, komm danach zu mir. Okay, na dann. Erstmal lege ich mit dem Kühlmilch. Sind ja ziemlich nah noch. Aber ich finde die Animation richtig süß, wie man den Schweinen so Futter gibt und die dann also so hinreichen. Oh. So Kühe melken. Absteigen. Also, ich komme auch im Jorvikstall, weil mein Pferd braucht alles außer Essen, Fressen. Ich finde die Animation richtig cool, wie man die Kühe melkt und auch wie man die Schweine füttert. Und auch wie man die Schweine füttert. So süß. Ja, das ist wahr. Und nur noch einer. Okay, geschafft. Helga. Eine Kuh heißt Helga. Ich habe sie Helga genannt. Die schwarz-weiße habe ich. Und ich bin eine Biene. Ich bin eine Biene. Ich heiße Marvin. Ich heiße Helga. Okay, jetzt füttere ich mal die Schweinchen. Edgar. Ich sag hier. So. Ja, jetzt fressen die alle. Oh. Super süß. Weil die. Wow. Stein. Oh, ich wünschte, ich würde auch Stein heißen. Das ist so ein cooler Name. Oh, hör auf. Was ist so cool dran? Stein. Stein. Okay. Okay, ich lese jetzt vor. Danke, du bist wirklich eine große Hilfe. Ja, wenn du zu faul bist, ne? Du könntest auch eine große Hilfe für dich selbst sein. Sind die Schweine glücklich, jetzt wo sie die doppelte Portion haben? Ist doch klaro. Gut, danke für die Hilfe, Stella. Stella. Ich verlese mich so. Ich sage so, danke für die Hilfe, Stella. Stella. Na, wenigstens bin ich nicht alleine. Ja, ey. Manchmal lese ich auch bei meinem eigenen Namen so Sophie. Wenn ich selber meinen Namen hinschreibe, wenn ich mal bei Arbeitsblättern den Namen selber hinschreibe, dann kontrolliere ich, ob ich alles schön geschrieben habe, schöne Schrift und so. Und dann lese ich manchmal so Sophie. Cool. Okay, ich werde irgendwo anders dann hingehen, weiter zu Questern. Bis wir dann im Fort Pinto zusammen machen. Aber bist du bei die Schweine oder wo bist du jetzt? Ach, da ist diese Freya. Ah, bist du bei Freya? Ja, da habe ich jetzt Kätzchen. Die sind so knuddelig. Die sind so süß. Also, Queste weiter. Du musst dann Fallen für Schlangen stellen und so. Aber ich habe hier öfters gequestet, also Aufgaben erledigt sozusagen. Ja. Ich weiß nicht, wann das kommt, aber es kommt. Bist du noch da? Ich sehe dich. Hey! Ich stell mein Pferd jetzt. Hey! Ich stell mein Pferd hier ab. Wo ist die Katze? Wo ich die Hacke gucke. 4 Kätzchen hat sie zum Verkaufen. Und eine liegt hier auf dem Schaukel. Ah, Maus, wenn wir umziehen. Hörst du zu? Wenn wir umziehen, wir können.